Eine rostige Streitaxt und da war auch noch was. Und dann machen wir die schwere Truhe auf. Und direkt vor uns ist ein Snapper, was uns gerade etwas unruhig stimmt, aber sonst. Ey, sind die so gespannt, die Pfeile, oder? Ah, der lebt noch! Verdammt, okay, Snapper, das ist jetzt ein bisschen doof. Snapper sind ganz knapp nicht tot. Okay. Egal. Wir gehen weiter. Wir werden auch den Snapper hier verrecken lassen. Oh, der, den ich nicht gut erwischt habe, anscheinend. Na komm. So, ja, das funktioniert doch alles ganz wunderbar. Und weiter geht's. Ein Steinkreis. Ein Holzding. Und ich habe ein bisschen Angst, da ich gerade nicht weiß, wo ich bin. Aber ich glaube, ja doch, dahin müssen wir. Na, hörst du auf zu lenken? Ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Bitte lass mich richtig sein. Da müssen die eigentlich mehrere... Ne, hier sind wir voll falsch. Verdammt. Da lang müssen wir. Verdammt, total falsch. Ja, ich... ich darf gerade nicht rennen. Weil wenn ich renne, leckt das gerade total. Ich muss etwas aufpassen. Ja, es baut sich gerade alles auf, wie ihr seht, aber... Naja. So. Ja, dass hier überall Pflanzen sind, das sehe ich, aber ich habe da eigentlich relativ wenig Lust zu... Ein Warg, wie schön. Ein neuer Gegner, der anscheinend stärker zu sein scheint. Na, das ist natürlich ganz groß. Den ich natürlich dann auch ein bisschen anders bearbeiten muss. Oh Gott. Scheiße. Egal, den haben wir auch gekillt. Und hier müssen jetzt eigentlich mehrere Orks sein. Ja, sehr schön. Wir sind richtig. Sehr, sehr gut. Okay. Gefährlicher Ort für einen Morra. Warum? Die Burg da oben ist voller Untote. Morra, ist vielleicht besser, du verschwindest hier. Wer? Potros ist im Haus mit dem hohen Turm da drüben. Warum nicht? So, handeln. Was hat der für mich? Ring. Schutz vor Energie. Was ist Energie, Leute? Ich habe keine Ahnung, was Energie sein soll. Naja, egal. Flasche, leere Flasche. Nee, danke, brauche ich nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, werden wir jetzt gleich eine böse Überraschung erleben. Und zwar, dass hier jemand gefangen genommen wurde. Ja. Hey du, warum läufst du hier frei rum, Morra? Sprich oder ich zieh dir das Fell über die Ohren. Ich soll euch unterstützen. Wer schickt einen Schwächling wie dich zu diesem verfluchten Ort als Unterstützung? Verarsch mich nicht, Morra, sonst stecke ich dich zu dem anderen Gefangenen in meine Zelle. Was machst du hier? Ich bin der Anführer dieses Vorpostens von Gotha. Und du wirst mich gefälligst mit... Ich zeig dir jetzt mal, wer hier der Schwächling ist. So, so, tust du das? Na, niemand besiegt mich, Morra. Das war ganz schön knapp. Aber egal. Ja, ich hab grad... So, mein Freund. Stärke plus 1 Level ab und, ja, Quest Erfolg, besiege Potros. Da bist du ja endlich. Verdammt, hol mich hier raus! Gorm, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ich habe versucht, den Teleportstein zur Hauptstadt Vengard in Gotha zu finden. Der Laden da oben ist aber leider völlig mit Skeletten und Zombies verseucht. Sie werden von einem ziemlich üblen Dämon angeführt. Naja, und als wir vor den Unholden geflohen sind, haben mich die Orks erwischt.
Der Rest der Rebellentruppe ist draufgegangen. Moment, erstmal mit ihm reden hier. In Ordnung, du hast ge... Was hat er gefangen? Der Mann ist ein Rebell. Er wird bei passender Gelegenheit, wenn viele Morras zusehen, hin... Lass den Gefangenen frei. Wie viel muss ich dir zahlen, damit du den Gefangenen frei lässt? Du bist wohl nicht ganz gescheit, Morra. Es müsste schon eine ganze Menge Gold sein. Wie viel? 2000 Goldmünzen, bitte sehr. Zeig mir dann. Was hat er für Sachen? Da fällt mir auf, ich glaube, ich habe kaum Bolzen, oder? Und ich höre da draußen einen Kampf, was mir etwas Sorgen macht. Okay, ich hatte recht, wir haben nur 7 Bolzen. Gotha ist ein Ort der Hölle. Wenn dich dieser Dämon angreift, dann wirst auch du zittern, glaub mir. Was willst du mit einem Teleportstein? Die Rebellen von Ok... In Moment mal. Irgendwas stimmt da draußen überhaupt nicht. Okay, sind Banditen, dann ist es in Ordnung. Ja, ich dachte gerade, das wären Rebellen, dann hätte ich mich jetzt in den Kampf eingemischt, aber da es nur Banditen sind, ist mir das egal. Gut, dann. Du arbeitest für die Rebellen? Unser Freund Lee hat noch eine Rechnung offen mit dem König, wie du weißt. Er schickte mich los, einen Weg zum König zu finden. Die Rebellen in Okara schienen mir die beste Anlaufstelle für diesen Auftrag zu sein. Wo ist Lee jetzt? Während irgendwo in der Eiswüste von Nordma herum, klappt sich mit den Orks. Warum greifst du eine Stadt an, wenn du weißt, dass ein solcher Dämon dort haust? Die Rebellen haben mir dieses göttliche Artefakt gegeben, verstehst du? Irgendein Idiot hat mir weisgemacht, dass es unbesiegbar macht. Vergiss es. Der Dämon war trotzdem noch zu stark für mich. Wo ist das göttliche Artefakt jetzt? Ach, ich habe es im Kampf mit dem Dämon in Gotha fallen lassen. Dieses Scheusal muss das Artefakt an sich genommen haben. Du bist jetzt wieder frei. Danke, Mann. Ich wusste... Lass uns diesen Dämon von Gotha töten. Ich bin nicht wirklich scharf drauf, wieder da reinzugehen. Aber was soll's? Wer will schon ewig leben? So, Moment, ich speichere erstmal eben hier, nachdem ich was gegessen habe. Denn ich weiß nicht, ob er uns folgt oder wir ihm folgen. Deswegen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder so ähnlich, ne? Alles klar, komm mit. Dieser, komm mit, ich kenne den Weg, ich hab's gewusst. Dann mal los. Okay, Gorns Axt und mein Totenkopf-Bastard-Schwert. Los geht's. Hier oben sind also ganz viele Zombies und Skelette, ja? Okay, ich sehe es schon. Schon gut. Okay. Lalalalala. Görnchen? Was machst du da? Gorn? Gorn? Ist irgendwie doof? Ach so, das ist der Dämon. Oh lol. Jetzt geht's aber los hier, Leute. Okay, ich versuche mich ja gerade an den Dämon hier schon. Lol, befreie Gotha von seinem Fluch. Wie erbärmlich war das denn? Und wo ist bitte das göttliche Artefakt? Adanos Ring! Ach du Scheiße. Okay, damit hatte ich jetzt noch nicht gerechnet. Egal. Okay, Leute, Moment mal eben. In der Hoffnung, dass sie mich mal eben in Ruhe lassen und ich mal eben was trinken kann. Ach, die greifen den weiter an, ja? Okay, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Oh, leck mich doch. Oh, verdammt.
müssen mich auch kurzzeitig in Ruhe lassen, bitte. Was soll denn der Scheiß? Upsa. Jetzt leckt das natürlich ein bisschen, weil hier gerade ein paar Typen am Abfackeln sind. Oh Gott, du bist so ein hirnrissiger Vollidiot, mal ohne Scheiß. So, einer weniger. Okay, Moment. Lass mich mal eben heilen. Gorn, ich hoffe, du verreckst mir da nicht.